Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und das ist nur ein ganz, ganz kurzes Video, denn ich hatte ja vor kurzem wieder einen richtig komischen Fail, einen komischen Bug, den ich euch einfach zeigen muss und ich wollte euch auch fragen, Leute, habt ihr auch lustige Bugs und so, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was da einfach bei euch passiert ist. Ja, bei mir ist einfach wieder was richtig Kurioses passiert. Ich denke mir so, das ist Foot Champions, das ist der wichtigste Spielmodus und da spielen auch E-Sportler und so und das, was bei mir gerade jetzt passiert ist, das ist einfach nicht mehr normal. Ich mache den Anstoß, auf einmal kommt eine Anzeige von dem Assistenten. Und man sieht diese Pfeile, dass die im Hintergrund weiterspielen. Okay, dann sieht man auf einmal wieder was. Und dann kommt wieder die Menschenmenge. What the fuck? Der Wechsel wird angezeigt. Man sieht da diese Striche von den Spielern ein bisschen. Und dann kommen da ganz komische Anzeigen. Links sieht man die Striche wieder von den Spielern. Also ich konnte die steuern, aber ich hatte halt keine Ahnung, was passiert ist. Rechts oben dann der Vorteil, weil ich irgendwie auf 4 gedrückt habe, damit das Ganze irgendwie mal sich ändert. Ich wollte absichtlich einen Foul machen, damit die Anzeige sich vielleicht ändert. Und das hat dann zum Glück auch funktioniert. Ich konnte nicht auf Pause drücken, ich konnte nichts machen. Und ja, es hat dann funktioniert. Das Ganze ging wieder normal weiter. Aber ich habe halt hier eine Mördergrätsche ausgepackt. Und ab dann ging es dann wieder normal weiter. Aber was war das, Alter? Einfach mal mittendrin irgendwelche komischen Anzeigen von dem Assistenten, der die Wechsel anzeigt und dann auch noch ein bisschen, ja, die Menschenmenge, die Fans, das kann man natürlich mal einblenden, war eh nicht irgendwie die zweite Halbzeit der Verlängerung in Foot Champions und ich war mit einem Tor hinten, aber Kopf hoch, yay, das war auf jeden Fall wieder eine souveräne Aktion. Ich glaube, ich habe das Spiel dann sogar noch gedreht und im Elfmeterschießen gewonnen, also 2-2 und dann noch gewonnen, aber es ist trotzdem einfach nur komplett kurios und komplett, ja, hirnrissig das Ganze, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch irgendwelche Fails hattet und ich weiß nicht, aber ich feiere das irgendwie, wenn man auch mal zwischen den normalen FIFA 18 Videos einfach mal sowas Kleines raus hat. Was Lustiges, irgendwie so einen komischen Bug oder so. Deswegen mache ich das Ganze auch, wenn immer wenn ich was habe, dann zeige ich euch das direkt. Und dann war es mit dem Video, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video wieder. Danke fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag und ciao.